Patrick, wir trinken Bier. Ist das was Unübliches für Herrenmusiker? Nein. Grüß euch, servus, küsst die Hände bei einer neuen Episode von unserer eigens fabrizierten Sendung Wiener Liedwissen kompakt. Patrick, wir trinken Bier. Ist das was Unübliches für Herrenmusiker? Nein. Otterkring, der Bezirk, wo wir herkommen, hat auch eine große Brauerei. Also dadurch dürfen wir als Wiener Liedmusiker auch Bier trinken und wird auch Bier getrunken. Ist aber keine Werbung natürlich. Sicher nicht, aber es ist unser Heimatbezirk, Otterkring. Ja. Und wir waren beide, wir haben gearbeitet. Wir haben dort gearbeitet, eine Zeit lang, ja. In unserer Studentenzeit, ja. Es ist nämlich so, weil es ja oft diese, das Thema Alkohol, nicht? Also Wiener Lied und Wein. Oder Wien und Wein. Der Roland Neuwirth, glaube ich, war das, der hat das ja so nett formuliert, weil er gesagt hat, er glaubt, oder manche glauben, dass ja Wien nur sozusagen ein legasthenischer Schreibfehler ist. Nämlich eigentlich hätte die Stadt Wein heißen müssen. Und natürlich hat Wien einen hervorragenden Wein. Und unglaublich guten Wein. Die Wienerlied-Szene oder das Klischee des Wienerlieds ist natürlich an den Heurigen gekoppelt, aber das ist erst später gekommen. Ne? Wienerlied ist ja jetzt nicht zwangsläufig Wein oder Heurigenlied. Na, Heurigenlied nicht unbedingt, aber der Wein ist im Wienerlied schon immer sehr groß thematisiert. Ich möchte mal sagen, 60% der Lieder wahrscheinlich der bis heute geschriebenen, gingen wahrscheinlich um einen Wein. Ja. Auch wenn er nur in einer Strophe vorkommt oder in ein paar Wörtern vorkommt. Aber der Wein oder die Weinseligkeit oder die Blüten, der blühende Wein, der grünende Wein, er muss nicht immer trunken werden. Aber der Wein gehört schon dazu in den Liedern. Das stimmt. Bier kommt gar nicht so oft vor. Das Bier, ich weiß, ich kenne eigentlich so vom Bier her gar kein Lied, außer eins, das ein oh. Bier mit einem schneeweißen Farn heißt das, aber ist nicht bekannt worden. Nicht so bekannt. Dabei, aber es war. Das Bier in der Wiener Kultur ist wesentlich gewesen. Ich meine, klar, mit dem herrlichen Wasser, dem Wiener Hochbierwasser, haben wir natürlich immer ein erfreuliches Bier. Und auch schon vorher eigentlich, früher. Das Problem war nämlich, bevor die Hochquellwasserleitung gebaut wurde, war das Problem, dass die Wasserversorgung in Wien nicht so toll war. Ja. Und da war es einfach gesehen, man hat ein Bier gebraut daraus und das Bier getrunken, als bevor man Wasser getrunken hat. Weil vom Wasser kriegt man die Viren. Die Bierkultur im Mittelalter und so weiter kam daher, weil das Wasser nicht in den Städten, weil das Wasser nicht zum Trinken war. Von da ist es gut. Und der Wein ja genauso, nicht? Beim Wein. Ja. Das war ja auch gesünder wie das Wasser eigentlich. Gesünder wie das Wasser. Weil man wieder bedenken muss, dass das Bier damals selten so kräftig war wie heutzutage. Mhm. Weil das war unter Anführungszeichen auch relativ leicht, das Bier. So mit 1,5-2% Alkohol. Also das, da hat man am Tag schon 4 Grillen trinken können. Ne? Das war's war. Ja. Na gut, ein Blankquadrat hast du nicht gehabt. Früher. Das kam auch noch dazu. Ne? Da, aber ich meine, jetzt denke ich mir gerade, es könnte schon daran auch liegen, dass man dich das Wein. Bau an, Gebiet an, ne, dass ich es rausbringe. Schau, das Schluckert, dass das Weinanbaugebiet rund um Wien ist, aber hingegen jetzt, naja, was brauchst du fürs Bier? Hopfen, Malz, kommt das, weiß ich nicht, aus dem Machfeld oder wo? Oder das wo kam das aus den Feldern rund um Wien. Aber schon weiter weg. Ne? Schon weiter weg, ja. Also wird das auch vielleicht mitspielen. Aber es ist natürlich lagerfähiger gewesen, solche Sachen, Getreide zum Beispiel. Ja, naja, das stimmt. Das konnte man ja einlagern und dann im Winter das Bier frisch brauen. Hingegen der Wein wurde jedes Jahr arme gekeltert. So guten Wein, wie wir heute kriegen, also selbst der schlechteste Wein, den es heute gibt, wenn er nicht kaputt ist, also gebrochen ist oder so, ist noch immer zigfach besser als wie der Wein vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren war. Unser Wahrzeichen, der Steffel, der Nordturm, glaube ich, ist das, nicht? Ja. Also ich glaube, der Nordturm, das Fundament wurde mit der gesamten Weinernte, also mit dem Produkt, weil der so schlecht ist. Mit dem agrarischen Wein wurde das Fundament, der Beton, der Zement angerührt. Ja. Statt dem Wasser hat man den Wein genommen, weil der so schlecht war. Ein Raffenbesser. Der hat quasi die Eisenreifen vom Fasel angefressen, sozusagen. Oxidiert. Hilfe. Und da mal weggeschieden ist, auch schon. Ja. Das kannst du in Wien und sagst, naja, pass auf, wir bauen unsere Kirchen für die Ewigkeit. Da haben wir in Zement eine an Wein. Der Stephansdom ist auf Weinstein gebaut. Naja, der Alkohol, Schnaps, was ist mit Schnaps? Der kommt auch nicht. Schnaps kommt im Wienerischen gar nicht vor. Und also, meistens auch der Schnaps als der Böse.
muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Schnaps, also wir trinken natürlich gerne und durchaus auch manchmal so, dass man zu einem Schweigerl, einem Schwö zubekommt. Aber eben das bringt mir genau auf den Punkt Schnaps. Und da haben wir damals schon gesagt, pass auf, eins ist fix. Wir trinken nie, wenn wir spülen, Schnaps. Ja. Weil es ist wirklich das, ein Schnaps, das geht auf die Fette. Geht auf die Motorik. Aber voll. Aber wie? Und wenn die Motorik fällt, das weißt du. Das ist dann unprofessionell und das macht ja keinen Spaß. Nicht? Wenn der, null. Wenn der voll nicht offen ist. Ich meine, manche finden es cool, ich persönlich nicht. Nein, nein, eigentlich. Brauchst du einmal ein Bier? Ja, ein Bier. Ich meine, ein Bier, ja. Der Branntweiner war ja immer berühmt in Wien. Hat aber der Branntweiner immer so ein, also immer so ein bisschen einen Beigeschmack? Ein Branntweiner ist so, naja, da kann man zur Not hingehen, wenn nichts anderes mehr offen hat. Der Brandineser. Wobei dann zwei, drei Branntweiner schon kennengelernt habe, die ich durchaus gemütliche Lokale waren. Naja, also, es sind schon Lokale mit eigener Identität, nicht? Weil naja. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es einen Michelin-Stern oder einen Gourmet-Raum für einen Branntweiner gegeben hätte. Aber im Wiener Lied selbst kommt da auch der Brandineser, der Branntweiner, nicht oft vor. Das wobei es aber jetzt es wird auch die Milch nicht besungen in Wien. Das stimmt. Wien bekannt, da war es, glaube ich, 50 oder 60 Milchtrinkhallen in Wien. Ja. Einmal im 19. Jahrhundert. Ja. Also hochinteressant, wie viel Milch da drunken wird sein muss. Nicht nur Bierhallen, sondern auch Milchtrinkhallen. Ja, Meiereien, wir haben ja viel Meiereien gehabt. Ja. Noch in Ottakring, wie wir noch. Der letzten in Wien. Wie ja. Wir noch in Ottakring gelebt haben, zu uns. Es kann uns noch eine geben, ja. In der Huttengossen. Richtig. Die noch geben, ja. Die Meierei, dort geben Milch, Eier. Solche Sachen. Mhm. Aber wenn du sagst zum Beispiel, pass auf, mit der Milch. Meine Eltern sind 1969 nach Ottakring gezogen. Also es sind ja keine Wiener, ne? Meine Mutter schwanger mit meinen Brüdern. Und da war ich in der Heigelandstraße, wo ich aufgewachsen bin, muss man sich vorstellen, das war jetzt komplett leer, also da hat es kein Auto gegeben. Kein Auto, kein einziges Auto. Das einzige, was zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater, der mit dem Auto da gestanden ist, die Wohnung ausschaut. Und meine Mutter halt eine Landpomeranschen, wie sie immer sagt, ja, da in der Stadt, na, so recht glücklich und so weiter, ist nicht wirklich gewesen. Und dann ist auf einmal, um die Ecken von der Wilhelminenstraße aber, ist um ein Bogen eine Milchfrau, 69er Jahre, da ist original die Milchfrau durchgefahren im Wagen. 1969. Mhm. Da ist sie, und meine Mutter hat die Milchfrau gesehen und das war für sie, hat gesagt, passt. Da können wir wohnen. In Ottakring können wir wohnen. Das ist ein Dorf, das ist wie am Land. Getränke, das ist ein ganz interessantes Thema, aber der Alkohol an sich wird relativ oft thematisiert, aber speziell natürlich, und ich nehme an, es liegt wirklich gar nicht speziell in der Wein. Dass man halt auch als Weinbaugebiet und als einzige Großstadt der Welt Weinbau innerhalb der Stadt gehört. Also das größte Weinbaugebiet innerhalb der Stadtgrenzen und der Welt. Es ist ja wirklich ein ausgewiesenes Weinbaugebiet. Das gibt es in Wien. Dass eine Großstadt eine eigene Musikgattung hat, das ist auch nur Wien. Also es gibt sonst nichts auf der Welt, was eine eigene Musikrichtung hervorgebracht hat. Das Wasser kommt im Lied nicht vor. Ich verkaufe sogar meinen eigenen Hut, bevor ich Wasser sage. Ja, ja. Das Thema Getränke hätte man damit eigentlich erledigt. Und darauf trinkt man einen Schluck Bier. Wir wünschen euch was. Dickes Puzzle, eure 16er Buben. Viertex. Viertex. Servus.